Servus Leute, Knochen wieder hier. Heute fliege ich die Heinkel 111 D1. Ich bin schon länger kein Jagdflugzeug mehr geflogen. Deswegen wird es jetzt interessant, wie es fliegt. Wir sehen ja da hier Maschinengewehr, 2 Millionen und so weiter. Konnte ich nicht schnell genug lesen jetzt. 792er zweimal und 762. Ist schön windschnittig. Mir gefällt die Optik auf jeden Fall hier. Und irgendwie man sieht, man ist nur ein Pilot drin. Bei manchen sind da zwei andere. Hier reicht einer. Und ja, was soll ich sagen? Ich versuche hier irgendwie nützlich zu sein, irgendwie zu überleben. Aber gleichzeitig auch ein bisschen was kaputt zu schießen, natürlich. Denn das ist ja mein Auftrag hier. Früher bin ich noch auf Bodeneinheiten gegangen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu spielen, bin ich auf Bodeneinheiten gegangen und es war einfach nur lächerlich. Gut, da ging es noch mit Doppeldeckern und ich habe sogar Munition für Bodenziele verwendet. Das würde ich heute nie mehr machen, denn ich bin einfach zu selten da unten, als dass ich das lohnen würde, Munition für Bodenziele zu verwenden. So, wir gucken mal. SU2 haben wir da unten. So, mal ein bisschen die Geschwindigkeit abblocken. Oder Geschwindigkeit reduzieren. Durchs Anheben der Klappen, ne? Geht der kaputt hier? Man sieht, ich habe ihn jetzt nicht wirklich häufig getroffen. Er ist da, oh, ein Heinkel. 112, komm. Den könnte ich jetzt aber doch hier, geht doch kaputt. Okay, der wollte so tief fliegen, dass er dachte, ich kriege ihn nicht mehr. Das passiert öfter. Oh, shit. Ja, ich bin meistens jetzt mit den Bombern geflogen, einfach um Silver Lion zu farmen. Natürlich nur bis ungefähr Battle Rating 4.0, weil danach ist man ja nur Kanonenfutter. Da wird es einen so schnell den Chaos gemacht, das ist einfach lächerlich. Den hier vielleicht? Oh, Scheiße. Also es liegt ein bisschen instabil hier, in bestimmten Positionen. Aber okay, das kann man aushalten. Man ist ja, also ich jedenfalls bin ja nicht ununterbrochen irgendwie dabei, von unten Flugzeuge von oben wegzuschießen. Oh shit. Ist da einer hinter mir? Ja. Da ist sogar, nein, das ist er hier. Und man sieht es ja hier, das ist wirklich Stalinholz vom Allerfeinsten. Der geht einfach nicht kaputt. Gut, ich habe ja auch keine panzerbrechende Munition oder so. Ich glaube, den kriege ich nicht weg. Und die Munition ist leer. Das ist natürlich scheiße jetzt. Lebt er noch? Ja. Aber wie oft bin ich schon mit so mit einer Peschka 3 oder so durch die Gegend geflogen? Wirklich eigentlich alles rot. Aber sie flog noch und scheiße. Ja, jetzt habe ich den Kollegen getroffen. Aber er lebt noch, glaube ich. Fuck you. Da kann man mal sehen, wie lange so ein scheiß russisches Schlachtflugzeug und Bomber, wie lange die eigentlich Leute aus dem Spiel ziehen können, sage ich jetzt mal, nur wenn man die verfolgt. Das habe ich ja auch oft, wenn sie da hinter meine Flugzeuge ewig hinterherfliegen hier. Oh, ich glaube, das wird nichts. Scheiße. Genau das habe ich mir gedacht. Und ich frage mich jetzt gerade, wieso bin ich eigentlich Head-On und mit einer BF gewesen und bin auch noch drauf geblieben, anstatt ich einfach kurz feuere und oh, er ist noch weg. Ja, das hat sich ja trotzdem noch belohnt, mehr oder weniger. Das hier ist so ein Modi, wo alles komplett chaotisch ist. Jericho Patton, das ist der nicht, da hinten ist er. Nee, der hat mich gekillt. Stirb. Ja. Ich gehe mit. Muss natürlich aufpassen wegen seiner Schützen. Wegen seinen Schützen. Mein Gott, ich muss mir mal echt ein bisschen besseres Deutsch angewöhnen hier wieder. Oh, bloß nicht reinfliegen. Den könnte ich noch kriegen. Muss ich nur ein bisschen besser treffen jetzt. Man sieht ja auch die ganze Zeit, wie da die Abpraller sind. Scheiße. Okay, der Bordschütze ist weg. Ich muss mal gucken, ob der noch fliegt. Der fliegt noch. Und dann kriege ich den jetzt hier. Da kann doch nicht wahr sein.
Gut, das war jetzt ein ganz schöner Kampf, wenn man bedenkt, dass ich ihn hätte locker weghauen können. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Typ... Und unter mir war, vor mir war auch noch einer. Und das sind oft so Situationen, wo man halt direkt in den anderen kracht. Schon wieder eine Abschusshilfe. Aber es sieht gut aus. Wir werden wohl höchstwahrscheinlich gewinnen. Rote Hübchen. Come on. BB1, aber. Das wird ja wieder nichts. Ich würde wieder ewig überleben hier. Blöde Sau. Ja, okay. Den hänge ich jetzt auch so hinten drin. Und wir haben schon gewonnen. So schnell geht das. Das war ja mal eine richtig schnelle Runde. Verhältnismäßig viele Punkte bekommen jetzt in der kurzen Zeit. 4 Kills und 5 Abschusshilfen. Und nur ein Flugzeug verloren. Gerade bei so einem komischen Gemetzel hier. Tatsächlich, ja, habe ich richtig gezählt. Kritische Treffer. Nur ein kritischer Treffer. Da kann man mal sehen, wenn man bedenkt, dass ich alles komplett erforscht habe. Aber die Munition ist einfach zu klein, gerade für die Russen. Und hier waren ja doch einige russische Flugzeuge unterwegs. Naja. Okay, die hat es auch schwer, da haben wir zwar gar nicht gespielt. So, bis denn dann. Haut rein.